Hallo liebe Kirmesfreunde, ich befinde mich hier gerade auf dem Kranger Weihnachtszauber und ich fange mal hier direkt an der Seite an, wo die Parkplätze sind, damit ihr euch schon mal vorstellen könnt, wo ihr parken könnt. Also hier wird der ganze Platz neu gemacht, mit Stein geplättet, was ja im letzten Jahr überhaupt nicht schön war. Hier war Matsche, das ist ganz ausgeschlossen mit der Matsche und hier könnt ihr dann reinfahren. Ich denke mal, das Ticket wird so 5 Euro kosten und die sind fleißig dabei und das ist sehr wichtig. Also Parkplätze sind mega groß geworden, auch von der anderen Seite. Eintritt ist hier 2 Euro, wobei wenn man dann mit dem Riesenrad fährt, mit den White Wheel, dann bekommt man auch 1 Euro wieder erstattet. Und man kann auch eine Karte kaufen, so wie ich weiß, für 10 Euro und dann kann man so viel, so oft hier reingehen, wie man will. So, jetzt geht's hier los. Wir haben 2 Eingänge von dem Kranger Weihnachtszauber. Wir kommen jetzt mal von dieser Seite rein, da sind wir eigentlich immer, hier gehen wir eigentlich immer rein. Ich schwenke nochmal rüber. Man sieht die ganze Schaustelle, ihre Wagen aufgebaut, wo sie dann hier übernächtigen können. So. Auf geht's! Das Tor zum Kranger Weihnachtszauber. Ja, wir haben heute Mittwoch, den 9. November 2022. Der Kranger Weihnachtszauber beginnt nächste Woche Donnerstag am 17. November und endet dann am 30. Dezember. So, hier geht's los. Also wir fangen ja an mit dem Breakdance, der hier gerade aufgebaut wird. Der ist diesmal von der Firma Welte. Breakdance ist ja immer schön. Und wird auch gerne besucht. Unser Highlight hier auf den Kranger Weihnachtszauber, der Fortress Tower. Ah, wieder dieses einmal 80 Meter Freefall Tower. Ganz toll gemacht. Sehr schick gestaltet. Dass hier sowas hinkommt auf den Kranger Weihnachtszauber, bemerkenswert. Ja, es sind noch ein paar Lücken, weil hier noch ein bisschen aufgebaut wird. Einige Fahrgeschäfte werden noch erwartet. Die letzten kommen hier am Sonntag. Schöne Bude hier, würde ich sagen. Gebrannte Mandeln, Äpfel. Bananen und was das jetzt begehrt. Kinderkarussells gibt es hier auch einige. Da sollten die Eltern mit ihren Kindern doch schon viel Spaß haben hier. So, dann haben wir den Love Express von Kräft. Der ist hier jedes Jahr vertreten auf dem Kranger Weihnachtszauber. Und das lohnt sich auch immer hier. Gegenüber, das ist jetzt mal hier auch neu, haben wir ein Actionhaus. Ja, ganz schön gemacht. Das haben wir beleuchtet bis auch abends. Wäre das schon toll. So, hier hinter noch was zu essen, trinken. Greifer, hier nur noch Ballshop, also Ball auf Dosen werfen. Das ist der. Hier ist eine Bahn und eine Bimmelbahn für Kinder. Da müssen wir aufpassen hier bei den Gabelstaplern. Ja, wenn die einen nicht sehen, ist das natürlich nicht toll. Ha, das wäre nicht gut, ne? Da haben wir die Weihnachtsstube. Eine Rodelbahn.
Seilbahn, die Riesenrutsche. So, und hier geht es zum größten transportablen Weihnachtsbaum. Innen drin kann man dann schön essen oder trinken. Hier draußen kann man sich schön hinstellen. Der ganze Boden wird natürlich noch hier schön ausgelegt, damit das richtig gemütlich wird. Und dann haben wir hier noch eine, also ich sehe eine neue Showbühne. Ja, die macht schon was her. Tolle Sache. Ja, hier ist, kann man immer essen, trinken, was man sich geholt hat. Zu essen kann man dann hier auch speisen. Das finde ich gut. Tolle Sache. Ja, die Backkartoffeln. Hier noch was Süßes. Ich denke mal Crepe. Und hier haben wir ein ganz tolles Fahrgeschäft. Schon komplett schon aufgebaut. Bad und Kipp. Feuer und Eis. Standstelle Waggons. Eine, ohne Überschlag irgendwas. Geht hier powermäßig ab. Ist nicht so extrem. Macht aber Bombenspaß. Muss hier echt mal mitfahren. Ist ein tolles Highlight. So. In Paris. Ja, wie ich hier sehe, wir müssen ein bisschen aufpassen. Hier, wie ich sehe, ist, fehlt hier noch ein Geschäft. Ich würde mir vorstellen, dass hier der Glaspalast hinkommt. Und hier haben wir eine Schießbude. Drehe mich mal hier um. Das ist ein bisschen laut gerade. Ein bisschen leer, müssen natürlich leben gerade. Aber ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass hier der Glaspalast hinkommt. Auf jeden Fall ist hier noch was eingezeichnet oder halt andere Sachen. Ja, gefüllte Pizzabrötchen, meine ich, gibt es hier. Und auch, es hat eine Pizzeria, beides zusammen. Eine Firma Luxem aus Köln. Pizza geht immer. Ja, Fischhaus Lichte baut hier gerade auf. Ein tolles Fischhaus, darf auch natürlich auch nicht fehlen. Ahrens Knusperhaus. Also da hole ich mir auch immer gerne wieder eine weiße Banane. Da stehe ich aber auf Bananen. Ganz tolles Obst. Leckere Sachen. Ja, der Greifer hier, ja, da haben wir noch eine weiße Wand, ist ja jedes Jahr, auch an der gleichen Stelle. Dann haben wir Dwight Wheel vom Küchenmeister, das ist neu, kenne ich hier auch noch gar nicht. Und das Schöne ist, wir haben geschlossene Gondeln. Gerade im Winter ist das doch von Vorteil. Wenn ich da letztes Jahr dran denke, wo wir mit der anderen gefahren sind, mit dem Riesenrad und die offenen Gondeln, huiuiui, da hat man doch ganz schön geschlottert. Da haben wir den Schal schon enger gezogen. Ja, das wäre ein Pferdekarussell. Tut mir leid, wenn es hier ein bisschen windig ist. Ist ein bisschen windig hier. Im Moment, hier ist der zweite Eingang oder Ausgang, je nachdem wie ihr das seht. Da sind auch noch mal hinten Parkplätze reichlich vorhanden. Das ist auch die Neuerung dieses Jahr, dass viele Anwohner auch gemeckert haben, natürlich, dass Parkplätze weggenommen werden und so weiter. Das soll auch nicht sein. Dieses Jahr sieht das richtig gut aus. Ja, naturbelassene Gewürze und Tee, wenn man hier vorbeigeht, boah, das riecht hier sowas von gut. Gerüche kommen hier alle raus. So. Ja, hier sind wir in der Vogelgasse und da können wir in diesen Geschäften hier viele, ja, so Portemonnaies und Hüte und alles erwerben. Oder, ja, da waren noch ein paar andere tolle Sachen. Ben muss ja überraschen lassen. Ja, der erste Eindruck ist hier schon gut.
kann das ja hier richtig losgehen. Ja, sind einige Buden hier aufgebaut. Finde ich schon toll. Ich hoffe, dass auch alle bestückt werden. Ab und zu ist mal so eine, die andere mal frei. Und falls da noch einer sieht und vielleicht sich noch mal hier bewerben will, dann kann er das ja noch bei Herrn Küchenmeister tun. Also ich empfehle den Platz dieses Jahr sehr gemütlich. Sehr schön gemacht. An sich noch besser als letztes Jahr. Ist sehr gelungen. Hier füllt auch noch was. Kommt auch noch was hier. Und der Bohrgrill, der Holzkohle-Schwenkgrill, kommt hier, ist, steht hier. Ja, Schmalhauseis. Ja. Da müsst ihr auf jeden Fall ein Eis essen. Empfehlenswert, habe ich gestern noch gegessen, in Dienstlaken das Nusseis. Dann noch Schokolade drüber. Das kann ich jetzt schon wieder essen. Aber am nächsten Donnerstag geht es auch schon wieder los. Ja, hier nochmal der Weihnachtsbaum von der anderen Seite. Dann, ach, hier fahre ich auch immer gerne mit. Vor allem meiner Frau. Das ist da so ein bisschen easy, da rumzufahren. Da gibt es ja auch ein Video bei mir auf dem Kanal. Da bin ich mit ihr da oben mal letztes Jahr. Stand das auf der anderen Seite. Mit den Rentieren da oben rumgefahren. Das ist eine schöne Aussicht. Man sieht ganz schön viel von da oben. Man wundert sich. Ja, den hatten wir ja gerade noch in Soest gehabt, den Langhaus Küchenmeisterstand. Kann ich sehr empfehlen. Nehmt das mal mit. Da haben die so tolle Auswahl. Ganz, ganz verschiedene Sachen. Ja, da haben wir hier den Weihnachtsschlitten. Da finden zwei Veranstaltungen immer statt, von 18 Uhr und um 20 Uhr. Ja, die finde ich auch lustig, die lustigen Küchenmeister. Ja, das sind tolle Köche, oder? Ja, Küchenmeister Nummer 2. Toller Autoscooter, Drifting Cars dabei. Klasse. Feuerzangenbowle und sogar Mähhütten. So, jetzt muss ich mal den Jungs mal bei der Arbeit zusehen. So, seid mal ganz fleißig. Seid ihr denn fleißig alle zusammen? Ja, natürlich. Da wollen wir auch hoffen. Ich sehe auch, ihr seid alle fleißig. Und da geht der gut ab. Ist ja noch einiges zu tun. Aber es wird bestimmt toll. Dann lasse ich euch mal hier ruhig in Ruhe und damit ihr arbeiten könnt. Ne? Ciao. Ja, Gummihütte. Auch Süßkram. Ja, so ein Bulldozer hier. Und das fleißig im Einräumen. Ja, hier finde ich gut. Auch nochmal die Chicago Bulls. Das ist hier Basketball und diese Körbe werfen. Tolle Sache. Dann haben wir hier noch eine Geisterbahn, die Geistervilla. Stand ja noch gar nicht auf der Homepage, welche hier hinkommt, welche Geisterbahn. Das ist die Geistervilla, die auch im letzten Jahr hier stand. Bin ich auch mitgefahren. Geht da mal rein. Schön gemacht. Tolle Effekte. Dann haben wir noch Kinderparadies hier. Müssen die Kinder ja auch viel zu tun haben. Ja, der Konga. Mein Gott, waren die fleißig aufgebaut. Abgebaut nach Soest, wieder zurück. Und jetzt geht das hier voran. Dann, ja, Loritz Schwenkgrill. Ja, da habe ich gestern noch in Dienstlaken
habe hier Bratwurst gegessen. Auch sehr zum Fuß. Steht mal hier an einer anderen Stelle diesmal. Wie ich sehe, ist hier Steinmeister, aber wohl nicht das Spiegelhaus. Hier ist etwas anderes aufgebaut. So ein kleines Dorf oder sowas, würde ich mal sagen. Lassen wir uns mal überraschen. Hier nochmal der Konga an der anderen Seite. Da wurde ja ein Affenbaby letztens noch geklaut in Soest, aber das kam dann auch wieder zum Glück zurück. Da hatten die Jungs so schlechtes Gewissen, die das mitgenommen haben. Waren sich wohl der Tragpartner gar nicht bewusst, was so, oder dass das so traurig ist, wenn man sowas klaut. Schön, Kinderachterbahn. Und nochmal von der Seite der Fortress Tower. Sagenhaft. Ja, schön gestaltet, sehr schön gestaltet, muss ich mal sagen. Ja, hier nochmal von der anderen Seite. Jetzt sind wir hier einmal rum. Und wie ihr seht, wird hier noch fleißig geackert. Ja, dann sage ich mal, wir sind jetzt hier soweit durch. Und ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle schon mal von euch wieder und sage, ciao ihr Lieben, nochmal an alle, die mich abonniert haben und die mich abonnieren möchten. Freue ich mich riesig drüber. Bei jedem Abonnenten und jedes Like. Und da hat man dann das Gefühl, Innenstadt wird geguckt. Da haben die Leute Spaß an meinem Kanal. Macht weiter so, dann bekommt ihr auch natürlich viel mehr. Ich habe dann noch viel mehr Lust, was zu machen. Tschüss, ihr Lieben, euer Kai Kirmes Channel.